Salut! Ich drehe eine neue Videoreihe und diesbezüglich wird es sich jetzt jeden Monat um das Produkt des Monats und das Fehlprodukt des Monats drehen. Das ist vollkommen unabhängig davon, was ihr für Erfahrung eventuell mit diesem Produkt gemacht habt, sondern es richtet sich wirklich nur darum, was ich für Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht habe. Und diesbezüglich fange ich jetzt in diesem Video mit dem Produkt des Monats an. Und ja, das Produkt des Monats Juli für mich, für August mache ich das natürlich dann noch extra, weil Juli jetzt, August jetzt erst angefangen hat. Ich bin heute noch ein bisschen, ja, also ganz ruhig. Das Produkt des Monats ist für mich eindeutig der Clinique Chubby Stick in 05 Chunky Cherry. Und warum ist es das Produkt des Monats für mich? Ganz einfach. Es gibt kein Produkt, also den Juli, die ganze Zeit über, das ich so oft benutzt habe wie diesen Chubby Stick. Also bei jeder Gelegenheit, wo ich mich geschminkt habe, und das war den Monat verteilt schon relativ häufig gewesen, also normalerweise mehr, als ich sonst mache, schon zwei, dreimal die Woche, was ich normalerweise eigentlich nicht tue. Und auch am Wochenende und generell, wenn ich irgendwas auf den Lippen haben wollte und sonst nichts gemacht habe, war es immer der Chubby Stick von Clinique. Ja, demnach sieht die Spitze bei mir auch schon ein wenig abgenudelt aus. Also ich weiß nicht, ob man, wo ich den neu gekauft habe, ich habe den jetzt auch nicht hochgedreht weiter, war die Spitze schon noch etwas ausgeprägter, was jetzt natürlich nicht mehr der Fall ist. Ja, was kann ich zu diesem Sharpie Stick sagen? Ich habe es ja schon in meinem Horror gesagt. Ich trage ihn auch gerade auf den Lippen, aber ich habe ihn ganz sanft drauf. Ich finde, es ist die perfekte Lippenfarbe, wenn man auf rote Lippen steht, für den Alltag. Man möchte nicht tot aussehen, man möchte nicht leblos aussehen, dann ist diese Lippenfarbe wirklich perfekt. Weil ich finde, natürlich nicht mit dem Augen-Make-up, was ich heute trage, ich hatte heute mal ein bisschen Bock auf Farbe. Aber wenn man jetzt so nichts weiter auf den Augen hat und nur Mascara vielleicht und nur ein bisschen Definition haben möchte, und man möchte aber auch nicht wie eine Leiche aussehen, finde ich diesen Chubby Stick einfach grandios. Weil er ist unheimlich gut schichtbar, aber man kann ihn auch unheimlich dezent auftragen. Also wenn man ihn zum Beispiel doller aufträgt, dann sieht es aus, als hätte man krass glossige rote Lippen. Trägt man ihn weniger, wie dass man den praktisch noch so ein bisschen abtupft, dann sieht er mehr matt aus und ja, dezenter. Und so trage ich das meistens eigentlich für den Alltag. Ich gehe dann meistens mit dem Finger nochmal drüber, verteile das so ein bisschen und dann sieht das etwas matter aus, dann hält das auch etwas länger. Und ja, ich muss sagen, er hält unheimlich lang auf den Lippen. Also wenn ich jetzt nicht gerade esse, trinke. Aber trinken überlebt er eigentlich auch. Also ich habe ihn immer vormittags bei der Arbeit gehabt. Also er war mittags definitiv, wenn ich nach Hause gekommen bin oder nachmittags, war er noch zu merken und er war noch da. Was die Pflege angeht, kann ich jetzt nicht so wirklich was dazu sagen. Ich finde schon, dass er gut pflegt, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, er pflegt nicht so gut wie meine Kaufmannshaut und Kindercreme. Aber er ist nicht schlecht. Einzigster Nachteil ist, ich habe so ein bisschen fransige Lippen und er tut manchmal so ein bisschen auslaufen. Da muss ich wirklich extrem darauf achten, dass ich ihn, obwohl er sich auftragen lässt wie ein Lippenbalsam, dass ich ihn korrekt auftrage, weil ansonsten franst das so ein bisschen aus, weil er noch so ein bisschen am Anfang glossig ist und dann sieht das Ganze nicht so schön aus. Und ja, das möchte ich ja halt eben einfach vermeiden. Und deswegen passe ich da ein bisschen schon drauf auf. Aber danach braucht man darauf auch eigentlich überhaupt gar keine, ja, wie sagt man dazu? Überhaupt gar keine Beachtung mehr schenken. Man kann den ganzen Tag sorglos tragen, ohne dass irgendwas passiert halt. Andererseits gesehen, ich habe mir die ganze Farbpalette von diesen Chubby Sticks angeguckt. Also ich persönlich finde, die Farben, die mir sonst noch gefallen hätten, wie ich glaube Super Strawberry und Watermelon irgendwas, waren mir dann doch zu dezent gewesen, als dass ich gesagt hätte, die nimmst du jetzt mit. Ja. Also ich finde fast Chunky Cherries aus dieser Farbpalette, außer vielleicht noch der Lilane, aber Lila ist ja sowieso auf meinen Lippen immer so ein bisschen eine grenzwertige Geschichte. Das sieht dann schon ziemlich krank aus. Ja, fast die schönste Farbe. Und also jetzt so für blass heutige Menschen wie mich finde ich es wirklich aus dieser Farbpalette wirklich die schönste Farbe. Und
Ich will euch jetzt auch nicht anfixen, für dieses Produkt, was weiß ich, 20 Euro auszugeben, weil es kostet ja fast 20 Euro, 18, 19 Euro und so. Das ist ja nicht wenig Geld, ja. Und für ein jüngeres Mädchen, das Taschengeld bekommt, ist das vielleicht auch, ist das eine happige Geschichte, ja, das ist ganz klar. Aber weil ihr euch wirklich mal was gönnen möchtet und ja, ihr möchtet was für euer Geld haben und ihr steht so auf Lippenbalsam, nicht zu über schminkte Lippen, keine Ahnung, ja, dann ist das Produkt genau richtig, finde ich persönlich. Also ich finde schon jetzt gerade für den Sommer leicht und nicht zu aufdringlich und ja, alles so dieses, alles mehr zurückgenommen und das gefällt mir schon. Und vor allen Dingen rote Lippen soll man küssen, sagt man ja nicht umsonst und ja, so dezent rote Lippen, da traut sich auch ein Mann an, ohne dass er Angst haben muss, oh, wenn ich die jetzt gleich anfasse, da blättert irgendwas ab oder so. Und das möchte ich ja erreichen. Ja, meinem Freund ist das sowieso egal, aber trotzdem, man muss ja nicht aussehen wie, dann traut sich auch kein Mann, euch irgendwie anzufassen, wenn ihr aussieht wie, ja, was weiß ich. Und deswegen finde ich diese dezente rote Lippen-Variante unheimlich toll und man braucht dafür auch keinen Lip Liner. Man kann das so wunderbar mit dieser Spitze auftragen. Man ist dann halt eben, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen weg. Man ist dann eben ganz vorsichtig und ich finde, klasse. Und man kann den auch rausdrehen, also da sind 2 Gramm enthalten. Man braucht dafür keinen Anspitzer. Und ich bin das erste Mal am Überlegen, vielleicht gibt sich das nach ein paar Monaten, aber es ist ja immerhin mein Produkt des Monats. Ich hatte das noch nie, dass ich mir ein Produkt gekauft habe und dass ich plötzlich so versessen darauf war, es zu benutzen. Aber bei diesem Produkt ist wirklich das so, dass ich nicht nur dem Hype erlegen bin, sondern dass ich das Bedürfnis habe, den ständig zu benutzen, wirklich ständig. Ja, zu allem Augen-Make-up ist es mittlerweile schon langweilig. Oh ja, Chunky Cherry, Clinique, Sharpie Stick. Ja, es ist wirklich so. Ich bin wirklich besessen von diesem Ding. Und wenn ich nicht weiß, was ich drauf haben möchte, neige ich sogar mittlerweile viel, viel weniger dazu, Lippenstift zu nehmen als diesen Lippenbalsam. Und das ist schon irgendwie ein bisschen krank, weil ich habe ja eine unheimlich große Schublade voll von Lippenprodukten. Ich habe die Auswahl schlechthin und entscheide mich trotzdem immer wieder für den hier. Weil es einfach so natürlich ist und er so gut wie zu einem kräftigen Augen-Make-up passt, dann muss man ihn halt eben ein bisschen dezenter tragen. Gerade hatte ich ihn noch ein bisschen kräftiger drauf, da sah das Ganze ein bisschen wie, ne, also ein bisschen wie aufgetragen, richtig krass aus. Und wenn ich ihn aber dann wieder nur ganz sanft abtupfe und er ganz dezent aussieht, dann passt er auch zu einem kräftigen Augen-Make-up, wie ich finde, heute mal wieder etwas in den Farbtopf gelangt habe. Ja, und so wenn ich ihn jetzt praktisch zu neutralen Augen trage, dann würde ich ihn etwas kräftiger auftragen, weil ich dann schon möchte, dass er in den Mittelpunkt rückt, weil er dann praktisch das Zentrum des Gesichts-Make-ups, also das Zentrum des gesamten Make-ups bildet. Und so ist er vielseitig einsetzbar. Ich glaube, man könnte ihn sogar ein bisschen abtupfen, weil er so leicht glossig ist und auch gleich leicht cremig und vom Geruch her völlig neutral. Geschmack her auch total neutral. Ich merke da überhaupt nichts auf den Lippen. Es ist nur so ein leichter Pflegefilm. Richtig angenehm. Nichts, was irgendwie stören könnte. Könnte man ihn sogar leicht, vielleicht sogar auf den Wangen auftupfen. Und ja, ich finde, er ist vielseitig einsetzbar. Er ist für mich das Produkt des Monats, wofür ich echt, ich würde sagen, fast meine besten 20 Euro, die ich jemals investiert habe in ein Produkt. Ja, weil ich auch wirklich mal sehe, dass ich 20 Euro ausgegeben habe und nicht nur irgendeinem Hype erlegen bin, sondern dieses Produkt auch verwende und ich weiß, warum ich das ausgegeben habe, weil ich wirklich fast monatelang um diese Sharpie Sticks herumgeschlichen bin und mir überlegt habe, gibst du nun 20 Euro aus, gibst du nicht 20 Euro aus? Nee, machst du doch nicht. Das ist ja im Grunde genommen nichts weiter als ein Lippenpflegeballen. Aber es ist schon noch ein bisschen anders als ein Pflegeballen, weil ich habe noch keinen Pflegeballen erlebt, der so lange auf den Lippen hält. Ja, also 4-5 Stunden, ohne dass ich den nachtragen muss, bestimmt, auf alle Fälle. Wenn man da zwischenzeitlich noch nicht isst, hält er vielleicht sogar noch länger. Dann muss man ihn schon einmal am Tag ein bisschen nachtragen. Klar, ist ja nur ein Lippenpflegebalsam, aber für einen Lippenpflegebalsam so eine lange Haltbarkeit. Für mich persönlich, ich meine, ihr könnt auch andere Erfahrungen haben, dann schreibt es mir bitte unter dieses Video drunter, gar kein Problem. Aber ich habe diese Erfahrung damit gemacht und ich wollte euch nur davon berichten. Und ja, das ist sozusagen mein Produkt des Monats. Ja, erstens mal ist die Verpackung auch wunderschön und man weiß, was man für 20 Euro kriegt. Ich habe die Verpackung auch aufgehoben, weil ich sie irgendwie nicht wegschmeißen kann, aber ja, das ist ein anderes Thema. Jetzt möchte ich diese Odyssee, also beziehungsweise was heißt Odyssee, jetzt möchte ich diese
Lobhymne an diesen Chubby Stick beenden. Und ich hoffe, wenn ihr Bock habt, schaut ihr ihn vielleicht euch mal an, im Douglas, im Müller, je nachdem, wo es bei euch Klinik gibt. Und ja, swatcht euch das Ganze mal, probiert es mal aus an den Testern oder so. Und ihr werdet feststellen, es wird euch vielleicht gefallen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich hatte ja bisher jegliche Lippenprodukte und hatte eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr, irgendwas in der Hinsicht zu kaufen. Ja, demnach... Viel Spaß, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.